Hallöchen, ihr Lieben. Hallo und willkommen zu meinem nächsten Unboxing. Ich habe da nämlich seit ein paar Tagen ein hübsches Paket rumstehen, auf das ich mich eigentlich schon die ganze Zeit mega gefreut habe. Und das ist, ihr könnt es hier vielleicht einmal sehen, meine schöne Zauberbüchse, auf die ich voll Bock habe. Kriege ich schon eine ganze Zeit lang. Ripsel, ripsel. Und jetzt bin ich dann mal auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich da vielleicht sogar ein Unboxing zu machen könnte. Und habe einfach mal gedacht, ja, ich möchte das tun. Hier komme ich mir kurz mit dem Mikro ins Gehege. Hallo, guten Tag. Ich bin jetzt mal sehr nah dran und schiebe das Mikro wieder zurück. Das ist eine super tolle Idee. Diese Kamera steht auf einem dermaßen wackeligen Fuß. Das ist mein Handy hier oben übrigens. Und das ist sehr wackelig. So, die Dinger hier, ne, sind übrigens die größte Katastrophe überhaupt. Versunkener Schatz. Ich kriege die Motten, das Buch habe ich mir gestern bestellt, ne. Diese Box irgendwie ein bisschen früher auspacken sollen. Egal, kriege ich das doppelt, ist auch okay. Ist sehr super. So, ja. Nur gut, dass ich hier unten ein zweites Paket habe, das ich gerade unboxed habe. Oder kann ich die ganzen Flümels jetzt reinschmeißen. Die liegen sowieso nachher überall in meinem Schlafzimmer rum, wie ich mich kenne. Oder hängen an meinen Handschuhen. Denn ja, ich möchte da erstmal ein paar von raussammeln, bevor ich da jetzt Dinge rauskrapsche. Ich liebe Bücherbüchse ganz. Ich bin verrückt nach den Büchern. Und ja, tatsächlich habe ich mir dummerweise genau mein Kugelschreiber runtergefallen. Genau dieses Buch gestern bestellt. Wie viel Glück muss Mensch eigentlich haben? Egal. Ich habe Abnehmer, so ist es nicht. Ich habe das öfter, dass ich weiß nicht, passiert euch das auch manchmal? Ich kaufe mir öfter mal Bücher doppelt. Dann kaufe ich sie mir einmal bei der Bücherbüchse. Da bestelle ich manchmal schon 3, 4, 5, 6 Monate im Voraus, vergesse das dann, bestelle sie mir bei Amazon nochmal. Kriege dann von beiden gleichzeitig eine Benachrichtigung, ihr Paket wurde verschickt. Ich denke so, fuck, schon wieder. Das ist leider Gottes schon mehr als 2, 3 Mal passiert. Ich muss mir echt mal eine Liste zulegen mit hast du schon bestellt und hast du nicht bestellt, ne? Und es könnte das irgendwann daran enden, dass ich alle Bücher doppelt im Schrank stehen habe. So, ich glaube, jetzt habe ich so eine Anzahl da rausgekramt, dass ich da reingreifen kann. Socken, Größe 39 bis 42, das passt sogar. Passt, ich habe Größe 39, das funktioniert. Ankersocken. Wer behauptet, dass niemand genug Socken haben kann und wie cool ist es bitte zum Lesestoff passend gekleidet zu sein? Nee, wir behaupten, dass niemand genug Socken haben kann. Ja, das stimmt. Es sind ziemlich oft Socken dabei. Aber da ich selber so ein bisschen der maritime Typ bin, finde ich diese Socken mega geil. Home of Socks. Die finde ich gut. Die liebe ich jetzt schon. Okay, was ist das? Mirror, ein Spiegel. Schmuckkästchen mit Bambusgehäuse. In dieser süßen Box lässt sich dank des Magnetgehäuses. Hier ist aber doch ein Spiegel, steht da drauf. Steht da Spiegel drauf, bin ich doof. Vielleicht ist da ein Spiegel drin. Das sieht. Ja, guck mal, wie schön die aussieht. Die sieht voll schön aus. In dieser süßen Box lässt sich dank des Magnetgehäuses dein Schmuck gefahrlos auf Reisen transportieren und sieht auf deinem Regal einfach nur schön aus. Perfekt für unterwegs ist auch noch ein Spiegel im Inneren versteckt. Also Schmuck kriege ich da glaube ich nicht rein, weil er relativ flach ist. Voll gut, man könnte eine Kette oder sowas reinkriegen. Aber guckt euch mal an, wie schön das ist. Das finde ich voll toll. Bin ich ein bisschen verliebt drin. Und ja, ich gucke da selbst immer rüber. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Und das ist mega. So was mag ich ja. So, ich grapsche wieder rein. Ich glaube, da habe ich tatsächlich das
das Buch in Händen. Ist das auch noch eingeschweißt? Aber ich kann euch den Klappentext hinten vorlesen. Ist es nicht wunderschön? Und ich liebe die Bücherbüchse, ja, für genau das hier. Es ist so wunderschön. Ich liebe diese Bücher, ohne Scheiß. Ich bin da süchtig nach. Wenn ihr beim Bücherregal seht, ihr kriegt einen Schreck. Aber so schön. Also ich liebe diese Bücher und ich möchte es auch eigentlich ganz gerne eingeschweißt lassen, wenn ich ehrlich bin. Captain Alossa hat nur ein Ziel vor Augen. Im Auftrag des Piratenkönigs Caligan soll sie das Fragment einer Schatzkarte beschaffen, welches sich auf dem Schiff voller verfeindeter Piraten befindet. Ein Kinderspiel für sie, denn kein Freibeuter kann es mit ihr aufnehmen. Das brutale Training ihres Vaters Caligan hat sie zu seiner Geheimwaffe gemacht, denn sie kann ihren Gegnern nicht nur ihre Kampfkraft, sondern auch die Sirenenmagie ihrer Mutter entgegensetzen. Siegesgewiss beginnt Alossa ihre Mission auf dem feindlichen Schiff, doch hat sie dabei nicht mit dem unverschämt attraktiven ersten Mart Ryden gerechnet, der ihr ständig in die Quere kommt und gegen all ihre Kräfte immun zu sein scheint. Das Buch wollte ich, als ich es... Warum habe ich das erst gestern in der Bücherbüchse des Shop gesehen? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gestern den Shop der Bücherbüchse durchwühlt und habe dann dieses Buch da gefunden. Daughter of the Pirate's King. Und, beziehungsweise ich bin zuerst über den zweiten Teil gestolpert. Ich glaube, der heißt Daughter of the Siren's Queen, wenn ich mich nicht irre. Und dann bin ich über den ersten Teil gestolpert und habe gedacht, okay, die musst du beide haben. Liebe Bücherbüchse, mir passiert das öfter. Sorry dafür. Ist egal, mein Bücherregal freut sich. Und schaut euch dieses Buch an. Ich finde das so wunderschön. Ich fand alleine deswegen hätte ich es mir gekauft. Ich bin ein Opfer, ne? Also wenn mir Bücher vom Einband schon gefallen, dann kaufe ich die. Ich bin ganz furchtbar. Deswegen hasse ich es auch, Buchläden zu betreten, weil da kommen eigentlich immer nur schöne Sachen bei raus. Nämlich dicke Kartons und Taschen, die ich kaum tragen kann. Ich weiß, wie ich sie nach Hause kriegen soll. Hups. Ach, kann ich glatt mal. Schmeiß ich das Buch einfach glatt mal irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wo ich es hinlegen soll. Da hinten hin. Auf jeden Fall freue ich mich da jetzt schon mega drauf, das lesen zu dürfen. Da ist noch mehr drin. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich da jetzt noch in dem Geflinsel rumkrame. Ich weiß, dass da unten. Es ist manchmal gerade mit Handschuhen schwer zu finden. Denn da sind immer noch solche wunderschönen Overlays bei. Ein Page Overlay. Die wunderschöne Illustration der Protagonistin Alossa begleitet dich auf deinem Weg durch das Buch. Die sind so schön, die gibt es für jedes Buch, wenn ihr so ein Abo bestellt. Ich finde die mega schön. Und ja, kommen bei mir tatsächlich auch ins Buch. Die sind total, total schön. Schaut es euch an. So stelle ich mir tatsächlich eine Piratentochter vor. Hat was. So, und dann ist da... Da ist noch was drin. Aber aufgrund meiner Handschuhe komme ich nicht ran. Es tut mir sehr leid. Es wird da unten versauern müssen. Es ist nämlich ein Lesezeichen. Und ein wunderschönes Lesezeichen, wenn ihr mich fragt. Foliertes Lesezeichen von Witowskaja Art. Sammelartikel 0 von 12. Okay. Auf dem Lesezeichen mussten wir unbedingt die taffe Piratin darstellen. Wir können einfach nicht genug von ihr bekommen. Das kann ich so verstehen. Ich freue mich jetzt schon so auf das Buch. Das Schöne ist, ich kann eins eingeschweißt lassen und eins lesen. Das ist mega. Vielleicht war die Idee doch gar nicht so schlecht, das doppelt zu bestellen. Beziehungsweise, das war ja jetzt ein Zufall, dass ich wusste nicht, was da drin ist. Also diese Abo-Boxen sind blind. Ich habe nie eine Ahnung, was da drin ist. Bin aber bis jetzt wirklich noch nie enttäuscht worden und würde da echt gerne ein paar mehr Unboxings von machen, weil ich freue mich einfach immer mega über die Dinger. So, jetzt hoffe ich, dass ich meine Kamera nicht umschmeiße. Dankeschön, vielen Dank dafür. Dann hole ich das nämlich gerade nochmal wieder her. So. Und einmal dieser schöne Pocketspiegel hier. Das ist meine Ausbeute aus meiner Zauberbüchse diesen Monat.
Jetzt laber ich eigentlich schon wieder. Diesen Monat. So. Ist, glaube ich, ich habe den jetzt auch wirklich länger liegen gehabt. Zeig uns gerne deine Zauberbüchse auf Instagram oder TikTok und verlinke uns mit @Bücherbuchse. Ich hoffe, dass ich euch auch auf YouTube verlinken darf. Das werde ich nämlich jetzt einfach mal tun. Ich habe mir extra ein bisschen Zeit gelassen, damit jeder die Büchse hat und ich jetzt niemanden irgendwie spoilern kann. Deswegen, die liegt, glaube ich, schon 3 Wochen bei mir rum. Es müsste eigentlich schon bald die nächste kommen, aber ich habe immer gedacht, ich lasse mir da ein bisschen Zeit mit, weil ich niemanden spoilern will oder sowas. Deswegen, die sollten eigentlich alle da sein. Ich freue mich mega über das Buch. Ich freue mich mega drauf. Aber das bleibt eingepackt tatsächlich. Ich gucke, wie das andere kommt. Wenn das auch eingeschweißt kommt, dann wird eins gelesen, das andere kommt unverpackt in den Schrank. So bin ich leider. Ihr könnt mir ja mal erzählen, habt ihr Bock auf sowas? Findet ihr das spannend? Möchtet ihr sowas überhaupt sehen? Und ich würde mich freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing einer kleinen Büchse wieder. Und bis dahin, macht es gut, ihr Lieben. Bye, bye.